Polestar hat seinen Ursprung im Rennsport. Aus dem schwedischen Rennsportteam Flash Engineering, welches 1996 gegründet wurde, wurde nach dessen Verkauf 2005 Polestar Racing. Weitere 10 Jahre später, 2015, wurden Marke und Abteilung für Straßenautos an Volvo verkauft. 2022 ging Polestar, die elektrifizierte Performance-Marke, an die Börse und ist nun in der Hand der Volvo Car Group und der Zhejiang Geely Holding. Das Design lässt direkt den Volvo erkennen. Hier gezeigt die vollelektrische Premium-Fließheck-Limousine, der neue Polestar 2. Markante Designmerkmale sind die Pixel-LED-Scheinwerfer, die markanten rahmenlosen Außenspiegel und das beleuchtete Polestar-Emblem, das sich auf dem optionalen Panoramadach spiegelt. Das rahmenlose 11,2 Zoll große Center-Display erkennt Fingertips auch dann, wenn Handschuhe getragen werden. Das 12,3 Zoll Fahrerdisplay zeigt die wichtigsten Fahrinformationen und passt seine Helligkeit automatisch der Umgebungshelligkeit an. Der Polestar 2 ist in 4 elektrischen Antriebsvarianten erhältlich. Auch hat man die Wahl zwischen Allrad- und Heckantrieb. In seiner Top-Variante liefert er Sportwagengefühl. Allradantrieb, 476 PS, 740 Newtonmeter maximales Drehmoment und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden. Die 67 Kilowattstunden Batteriekapazität der Long-Range-Variante ermöglicht eine Reichweite von bis zu 655 Kilometern. Die DC-Ladeleistung des Polestar 2 mit großem Akku wurde von 150 auf 205 Kilowatt verbessert, sodass das Fahrzeug in 28 Minuten von 10% auf 80% geladen werden kann. Neueste Schutz- und Präventionstechnologien, mit denen der neue Polestar 2 ausgestattet ist, greifen bei Bedarf schützend ein. Der neue Polestar 2, ein alltagstaugliches Elektroauto, das punktet durch seine elegante Verarbeitung, hohe Reaktionsfreudigkeit, modernste Technologie und leistungsstarke Elektromobilität. Erhältlich ist er in der Standard Range Single Motor Variante ab einem Preis von 48.990 Euro.